Bianca. Wer ist denn da? Das ist eine Henne. Ein Ei. Ei. Die Henne hat ein Ei gelegt. Quack, quack, quack. Frische Eier für Bianca. Bianca, zähl sie mal. 1, 2, 3, 4. Willst du ein Ei probieren, Bianca? Oh, das muss sicher lecker sein. Und außerdem können wir daraus was Gutes kochen. Ja, ich mag es zu kochen. Leg mir ein Ei rein und ich koche was daraus, Bianca. Okay? Machst du das? Okay. Oh, toll. Leg noch eins rein. Oh, oh. Du bist zu klein. Du kannst nur ein Ei mitnehmen. Oh, und wer wird mir helfen? Bianca, der LKW ist groß. Was könnte noch größer sein? Größer als ein LKW. Komm, wir geben der Henne was. Quack, quack, quack. Was kann größer als ein LKW sein? Hm? Ein Flugzeug. Flugzeug, komm zu uns. Komm zu uns. Fang es. Da bist du ja. Wo passen viele Eier rein? In ein Flugzeug natürlich. Das ist ja groß. Freut mich, dass ich euch helfen kann. Ich kann die Eier und sogar den LKW transportieren. Oh, passe ich auch rein? Komm, wir setzen den LKW mit dem Gesicht nach vorne, damit er alles sehen kann. Halte dich fest. Ich starte den Motor. Gleich starten wir. Ab in die Küche. Tschüssi, tschüss. Bianca und ich spielen so lange mit der Henne. Bianca, ist das Küken bei dir zu Besuch? Nein. Oh, such mal. Küken. Hilf mir suchen, Bianca. Küken. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Ich bin hier. Wo ist es? Uiuiuiui. Ich bin hier. Ich hab gehört, Mama ist gekommen. Henne, schau. Das Küken kommt zu dir. Piep, 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 piep. Ich komme. Hallo. Hey, LKW, siehst du die Küche? Noch nicht. Da unten ist ein Hamster. Siehst du jetzt die Küche? Nein, noch nicht. Hey, 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 hallo, Avocado. Oh, hallo, Herr Hai. Küche, Küche, ich sehe die Küche. Flugzeug, Zeit zu landen. Ich lande. Oh. Oh. Was ist denn das? Das ist ein Schneebesen vom Mixer. Oh. Der dreht sich so und 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 mixt alles, ja? Genau. Lass uns ihn einschalten. Ich beweg den Hebel. Oh. 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 Was ist das für ein Geräusch? Ich schau mal nach. Bianca, du spielst so lange mit der Henne und dem Küken, okay? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Was ist das für ein Geräusch? Was macht ihr hier? Warum habt ihr den Mixer eingeschaltet? Oh, der ist so cool. Okay, ihr wolltet doch was Cooles kochen. Das habt ihr doch gesagt. Ihr habt doch die Eier mit. Und in jeder Küche gibt es Zucker,
oder Puderzucker? Puderzucker? Entschuldigung. Gesundheit. Wir machen heute Baiser. Dafür müssen wir das Eiweiß vom Eigelb trennen. Blub. Blub. In der Schale bleibt das Eigelb und in der Schüssel das Eiweiß. Blub. LKW, jetzt kannst du den Mixer einschalten. Alles klar, mach ich. Wow. Wow, was für ein Schaum. Sieht aus wie weiße Wolken. Wenn die Masse wie Wolken aussieht, ist es Zeit, Puderzucker hinzuzugeben. LKW! Bring ich schon! So, hier! Bitte sehr! So, Stück für Stück. Alles klar. Schneller, die Bianca wartet doch. Schmeiß mir die Eierschale weg. Natürlich. Alles klar. Oh. Oh. Ich hab was gefunden. Sieht aus wie... Oh. Farbe. Das ist Farbe. Lebensmittelfarbe. Wir machen jetzt weißes Baiser. Wir nehmen das Eiweiß und den Zucker und füllen alles in einen Spritzbeutel. Quetsch es aus, Mascha. Baiser weiß. Oh, wow. Das war weiß. Wird jetzt aber rosa. Wow. Das wird der Bianca gefallen. Oh, wow. Rosa Baiser. Rate mal, was die nächste Farbe sein wird. Gelb! Gelb! Und ich habe noch Türkis. Wollen wir mal schauen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Das ist Türkis. Ausquetschen. Jetzt stellen wir alles in den Ofen. Ich laufe zu Bianca und ihr wartet hier, bis das Baiser fertig ist. Gut. Okay. Bianca, wir haben was richtig Leckeres im Ofen gemacht. Lass uns schnell die Gläser aufstellen und den Teller vorbereiten. Rate mal, was der LKW und das Flugzeug gemacht haben. Baiser. Oh, sie weiß es. Wer wird den grünen Becher nehmen? Die Mama. Und der Rosa für das Flugzeug? Wir kommen! Bianca, bereite die Flugbahn vor! Pack den rosa Becher weg! Pack ihn weg! Na, danke! Uhu! Ich bin gelandet! Was für eine große Kiste! Mach mal auf! Bunte Baiser für Bianca. Bunte Baiser für Bianca. Wird die Bianca teilen? Teile bitte mit mir.
Ich habe noch nichts probiert. Das rosa Baiser schmeckt so lecker. Pipi, pipi, ich will gerne das gelbe Baiser. Pipi, pipi. Wie lecker. Danke. Und der Henne geben wir? Das Weiße. Weiß, genau. Gib der Henne was. Die Blaubeeren verschüttet. Entschuldigt, ich sammle gleich alles ein. Wir helfen dir. Macht nichts, LKW. Sollen wir dir gelb-blaues Baiser geben? Gibt es sowas? Oh, num, 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 num. Dankeschön, Bianca. Oh. Gelber LKW. Bianca, unser Flugzeug hat noch kein Baiser gegessen. Schau, die Henne hat Baiser, das Küken hat was, der LKW hat auch was. Und ich hab nichts. Weine nicht, Flugzeug, du kriegst blaues Baiser. Nom 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 nom. Danke. Baiser, guten Appetit. Dir wünsche ich auch guten Appetit. Fragst du deine Mama, ob sie dir Baiser machen kann? Abgemacht? Wir sehen uns beim nächsten Mal auf unserem Kanal. Aber das will ich noch auf den Teller legen. Und das? Tschüss. Das will ich auf den Teller legen. Bianca legt gleich alles auf den Teller. Tschüss. Auf den Teller? Hallo, Bianca. Hallo. Schau mal, wer zu Besuch gekommen ist. La la la, schau mal. Was für eine interessante Kiste. Darf ich mal schauen? Natürlich. Ich öffne eine Konditorei und muss diese Kekse meinen Freunden schicken. Alles klar. Aus diesem Papier machen wir Umschläge und legen da die Kekse rein und schicken sie Peppas Freunden. Und kleben noch Aufkleber dran. Lass uns zuerst Kekse backen. Schau mal, wie viele Formen wir hier haben. Piep, 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 piep. Ich helfe euch. Maus, wir lassen dich den Quark bringen. Und in der Zwischenzeit bereiten wir die Butter vor. Schau, die Butter muss schön weich sein. Ich bringe den Quark. Hey Maus, warte mal. Wir brauchen den Quark hier. Leg ihn in diese Schüssel hier. Oh, da ist Müll auf dem Tisch. Nicht gut. Genau, Leo. Schmeiß bitte die Quarkpackungen weg. Okay? Ich suche die Mülltonne. Oh. Wo ist der Vanillezucker? Da ist er.
Riecht ganz schön gut. Genau. Vanillezucker riecht gut. Und wo ist das Backpulver? Genau. Das Backpulver macht unsere Kekse schön luftig. Oh, schon wieder alles zugemüllt. Leo, du bist heute ein echter Müllwagen. Danke. Peppa, hast du sicher saubere Hände? Natürlich doch. Ich habe sie vorm Kochen gewaschen. Ich auch. Jetzt muss ich noch die Ringe ausziehen, damit sie mich beim Teigkneten nicht stören. So etwa. Das machst du so toll. Mascha, mach schneller. Hier, schau mal, ich habe ein Nudelholz. Oh, sieht ja toll aus. Aber zuerst müssen wir unseren Teig für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen, okay? So wird es hart genug, um aus ihm Blumen, Äpfel, Herzen und Birnen auszuschneiden. Boah, so viele Formen. Komm, wir rufen jemanden zur Hilfe. Hallo, Bianca. Hallo. Ja, ja. Bianca hilft uns, den Teig auszurollen und Kekse zu machen. Stimmt's, Bianca? Bianca, bist du etwas schüchtern? Peppa, Bianca ist von dir eingeschüchtert. Wir rollen, rollen, rollen den Teig aus und wir nehmen uns ein Nudelholz. Das gelbe? Ja. Ausrollen. Und jetzt suchen wir uns eine Form aus. Ein Kreis, ein Herz oder ein Stern. Wir müssen uns eine aussuchen. Den Stern vielleicht. Kreis, Stern. Hopp, schau mal. Herz, leg es hier hin. Ausstampfen, ausstampfen, ausstampfen. Und abnehmen. Und ich bereite so lange das Backblech vor. Da kommt Backpapier drauf. Zucker, vergiss den Zucker nicht. Danke. Danke, Peppa. Den Teig tunken wir in den Zucker. Schon haben wir einen Zuckerkreis. Und ein Herz? Ein Mond. Ein Mond. Einen großen Halbmond. Und einen kleinen Mond. Hast du schöne Formen? Wir haben auch noch einen Apfel. Schau. Apfel, toll, nicht? Hm? Und ein Apfel. Diese Wolke ist so groß. Bianca rollt gleich den Teig aus und bestreut den Teig so, so. Oh, piep, 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 das riecht ja toll. Maus, die Kekse haben wir noch nicht gebacken. Warte,
Stimmt's, Bianca? So viele Kekse. Wir öffnen den Ofen und bringen das Backblech mit den Keksen. Und schließen. Los, 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 los. Hoppla, es hat was geklappt. Na, na, na. Oh, hurra. Super, super. Und solange die Kekse im Ofen sind, machen wir die Umschläge. Wir nehmen uns ein Quadrat und suchen die Mitte. So. Siehst du? Peppa macht die Umschläge. Da legen wir die Kekse rein und schicken sie ihren Freunden. Wirst du die Kekse probieren, Bianca? Oh, das Ding ist aus. Also sind die Kekse fertig. Oh, Bianca, schau mal, wie viele Kekse wir haben. Ganz schön heiß. Lass mal pusten. Puste. Brechen wir es. Mmh, wie lecker. Und Papa. Und für Papa bring es. Und solange Bianca den Papa Kekse bringt, packen wir die Kekse für Peppas Freunde ein. Schorsch kriegt einen blauen Umschlag und einen blauen Aufkleber. Und eine Blume, okay? Papa! Papa! Hat Papa es gefallen? Welchen Keks suchst du aus? Hm? Eine große Wolke mit Sesam. Bring es ihm. Da hat Papa aber Glück gehabt. Leo, und du bringst die Umschläge Peppas Freunden. Einverstanden? Sie sollen die Kekse auch probieren. Ich hoffe, die werden allen gefallen. Ich fahr dann mal. Hallo, Bianca. Hey, wo sind denn alle? Ich habe Kekse gebracht. Kekse, Kekse, ich komme. Hopp, hopp. Hey, hopp, hopp. Huhu. Hast du auch für uns Kekse, Leo? Natürlich doch. Oh, riecht toll. Richte Peppa unseren Dank aus. Mach ich. Hallo, Applejack. Hallo, Leo. Was hast du denn da? Kekse für dich von Peppa Woods. Sie öffnet eine neue Konditorei. Allen haben unsere Kekse sehr gefallen.
Hurra! Hallo, Bianca! George spielt mit seinem Tablet. George, es ist Zeit zu essen! Nein! Ein Ei? Orangen! Will ich nicht! Gib mir etwas von deinem Käse, bitte! Danke! Käse! Schorsch! Ich will nicht! Nervensäge! Hallo! Wer schreit denn hier? Schorsch, die Nervensäge! Hast du ihm zum Frühstück leckere Pfannkuchen vorgeschlagen? Nein! Peppa, wasch dir die Hände! Gleich füttern wir ihn! Kefir? Ein Ei? Zucker? Salz? Und was kommt jetzt? Geschafft! Kipp Mehl hinzu! George, das wird dir schmecken! Hörst du? Ja, klar doch! Lecker! Vermischt! Super! Jetzt mach Platz. Die Pfanne ist heiß. Die Pfannkuchen! Mehr! Mehr! Zeit umzudrehen! Lass uns mal schauen. Ist er schön goldig? Das ist er! Also ist es soweit. Ah, Schorsch, Pfannkuchen. Oh, nein. Er will sie nicht. Was sollen wir machen? Ich hab's. Hallo, Bianca. Peppa, wohin bringst du mich? Zu Bianca. Uiuiui, sie wird dich füttern, George. Bianca, komm schnell zu uns. Hilf mir, George zu füttern. Hier sind die Pfannkuchen. Ja, aber stell dir vor, er will sie nicht essen. Versuchst du ihn zu füttern? Setz George und Peppa an den Tisch. Hier sind die Pfannkuchen. Was sonst? Beeren. Beeren. Hier sind die Beeren. Ja. Danke. Die kommen hier hin. So sieht's schön aus. Lecker! So lecker! Und für Peppa ein Pfannkuchen mit Schlagsahne. Schlagsahne und darüber eine Himbeere. Komm, wir schneiden den Pfannkuchen mit einem Messer und Bianca gibt George ein Stück mit der Gabel, okay? Damit er wie ein echter Gentleman ist. Hier. Ich will nicht. Mach den Mund auf, hier kommt ein Flugzeug. Flugzeug? Jetzt probier du was, Mama. Danke.
lecker. Leck noch was. Ich mag Marmelade mehr als Schlagsahne. Haben wir Marmelade? Ja, klar doch. Hier kommen wir. Leckere Himbeermarmelade. Ja. Meine Lieblingssorte. Wollen wir? Ich gebe dir einen Löffel. Okay. Ich nehme den Löffel. Hier ist er. Die Marmelade kommt auf den Pfannkuchen. So in etwa. Und jetzt probieren. Vielleicht gefällt ja George ein Pfannkuchen mit Marmelade. Soll ich dich füttern? Klar doch. Ich liebe Marmelade. Flugzeugmama, hier kommt der Flugzeugmund auf. Und hier kommt ein Flugzeug. Ich glaube, das ist ein Flughafen. Mit Marmelade schmeckt das auch total. So haben wir mit Bianca Schorsch gefüttert. Guten Appetit, ihr Ferkelchen. Magst du es, Pfannkuchen mit Marmelade oder mit Himbeere zu essen? Mhm. Bianca mag es total. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.